meine Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich all denjenigen herzlich danken, die heute hier sind und in den letzten 2 Jahren in der Pflege dafür gesorgt haben, dass die Menschen, die krank geworden sind, überlebt haben, dass sie durch diese Pandemie gekommen sind, in einer Art und Weise, wie es vielen anderen Ländern nicht gelungen ist. Dank ihrer Leistung ist das gelungen. Diejenigen, die hier gegen die Impfung protestieren, haben dazu keinen Beitrag geleistet und sollten eigentlich nicht hier sein. Geleistet. Und ich finde, es ist eine Unverschämtheit, dass Sie noch die Stirn haben, hier die berechtigte Demonstration derjenigen zu missbrauchen, die gearbeitet haben, die es jetzt wieder tun, die wirklich belastet sind. Ihre Arbeit hat keinen Beitrag geleistet.